Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaut. Oh. Da haben wir schon wieder Gegner. Komm schon raus, Eddie. Ihr Lumpen. Hast du sie gewarnt? Verdammte Schlange. Willkommen zurück zu The Last of Us. Wir müssen jetzt erstmal kämpfen. Du wirst dich jetzt ja wohl nicht umbringen, oder? Oh. Wann? Wir das oder war das jetzt Lev? Das war doch kein Pfeil, oder? Hat Abby das drauf, dass sie zwei Gegner gleichzeitig meuchelt? Hm. Beim letzten Mal haben wir Yara verloren. Die hat uns vor einem Exekutionszwischenfall durch Isaac bewahrt, indem sie sich noch geopfert hat. Du hast gute Augen. Und jetzt sind wir hier zusammen mit Lev auf der Flucht und wollen nichts wie raus aus diesem Chaos, runter von der Insel, zurück zum Aquarium. Das sind aber auch viele Lumpen. Kann ich mir dich schnappen und hinter die Wand ziehen? Ja, ausgezeichnet. Niemand hat das bemerkt. Oh, die Axt ist cool. Mein Hämmerchen ist zwar abgegradet, aber die Axt ist im Rohzustand schon sehr, sehr gut. Die will ich bitte haben. So, jetzt haben wir hier noch zwei, oben noch einen. Mal sehen, wie viel wir davon noch ausgeschaltet bekommen, bevor wir... Oh. Oh nein, das hat jemand gesehen. Und ihr wisst natürlich sofort, wo ihr suchen müsst. Scheiße, wo sind sie? Es geht dich gar nichts an. Oh ja, du komm hier rum ins Eck. Das ist eine gute Idee. Hallo. Ohne. Oh ja. Du hast nichts gesehen, stimmt's? Wow. Oh, das hat ausgezeichnet funktioniert. Oh, da war eine Machete. Ja, jetzt sind wir hammer bewaffnet hier. Okay. Bis jetzt wissen die noch nichts von uns. Sehe ich das richtig? Oben. Du bist mir relativ Wurst. Du da hinten. Ah, du kommst braverweise hier runter. Das ist lieb von dir. Oh, doch nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Cool, wenn ich dich eventuell scopen könnte. Oh, da ist noch einer. Wie, du hast mich jetzt entdeckt? Wirklich? Na gut, okay. Also dann ab jetzt Berserk-Mode. Okay, das hat jetzt echt viel von der Machete gekostet. Die wird direkt repariert. Hey, geradeaus! Danke. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Da ist ein ganzer Raum voller Gegner. Oh, hallo. Das Jagdpistole, die ist ja so cool. Oh, wenn man trifft. Ja, okay. Die sind hinter diesen Regalen. Ja, ja. Hier drüben. Ah, wieder voll daneben geschossen. Okay. Ich bin eh besser mit dem Messer. Besser mit dem Messer. Schön. Noch jemand, der hinter mein Regal kommen will? Zu viele sollten es nicht mehr werden, weil die Leichen sich hier langsam wirklich türmen. Aber für dich wäre noch Platz. Bist du sicher, dass du nicht herkommen magst? Eieiei, der hätte gesessen, wenn du mir jetzt nicht in die Schulter geschossen hättest, du Lump. Hala, jetzt da. Okay, und jetzt haben wir eigentlich nur noch den oben, oder?
müssen hier irgendwo sein. Oder redest du noch mit jemandem? Ey, du hältst aber wieder was aus hier. Ah, schade. Oh oh. Sieht so aus. Wie hast du mich denn jetzt getroffen? Wow. Na gut, okay. In dem Fall war es das wohl. Ah. Ah, von hier aus machen wir weiter. Ja, in dem Fall, meine Liebe, gehörst du jetzt der Katz. So. So leicht hätte das vorher funktionieren können, aber nein. Ich musste ja erstmal mein schießerisches Können unter Beweis stellen. Lev, gut. Bist du noch da? Ja. Los zum Ausgang. Nee, jetzt wird hier erstmal geplündert. Jetzt haben wir hier so viel Munition und Zeit verschwendet. Jetzt wird hier erstmal alles aufgesammelt, was wir auch nur irgendwie brauchen können. Was echt nicht so viel ist, wie ich gedacht habe. Was soll denn das? Ja, okay, neun Bauteile. Mit dem Medkit können wir sogar gerade was anfangen. Ich bin begeistert. Dann haben wir zumindest nicht so viel Leben eingebüßt. Ey, war der letzte Tod jetzt aber peinlich. Naja. Also nicht mal was dabei. Kriegt die Krise. Darüber hüpfen können wir nicht. Alles klar, hat er verstanden. Ah, ich dachte, das wäre eine Tür. Ups. Ups. Haben sie mich aber ausgetrickst, die Lumpen. Eigentlich hätte ich mich vermutlich hier lang schleichen sollen. Allen Gegnern ausweichen. Aber der Metzgerweg hat auch funktioniert. Ah ja, und hier wäre dann der Ausgang des Levels gewesen. Gib mir Deckung. Ja. Na schön. Wir sind draußen. Nicht schön, aber immerhin lebendig. Weiter vorne ist ein Radiosender. Dort gehen wir durch. Wie weit von hier liegt dieses Helm? Ein ganzes Stück. Lev, hol die Leiter runter. Aber schmeiß sie nicht zu hoch. Praktisch. Ruck. Da geht's weiter. Eine Werkbank. Okay, was habe ich hier? Ist eine gute Frage. Nichts. 39, damit können wir gar nichts bauen. Aber ich glaube, ich habe gerade eben auch in dem Raum noch ein paar Sachen gesehen. Jawohl. Genau, die ein oder anderen Bauteile. Messerchen können wir uns bauen, das ist gut. Ach stimmt, wir haben das ja abgegradet. Es gibt ja drei Messerchen statt zwei. Wunderschön. Leider können wir mit Sprengstoff so gar nichts anfangen. Das ist ärgerlich. Okay, können wir jetzt was bauen. Na also... Schadet, glaube ich, nicht, wenn wir die Armbrust ein bisschen upgraden. Für mehr Stabilität beim Schuss.
Wunderbar. Null Bauteile. Perfekt effizient genutzt. Und wir haben genau einen Pfeil. Oh, da brennt's. Oh mein Gott. Ist das Haven? Ja. Was davon übrig ist. Lev, wo sind die Boote? Boote, Boote, Boote. Unter dem Feuer. Dann sollten wir dahin, ehe alle weg sind, oder? Ja. Wir werden auf dieser Insel nicht sterben. Ich weiß. Also nicht nochmal. Gehen wir runter. So, ich nehme jetzt Wetten entgegen. Das wird nicht so einfach werden, dahin zu kommen. Da geht doch bestimmt gleich nochmal die Post ab. Na, klasse. Wohin wollt ihr? Zu den Steinbrücken. Schnapp doch die Skars! Okay, bleib hinter mir. Okay, jetzt haben wir die Wahl. Halten wir zu den Skars, halten wir zu den Wolves oder halten wir einfach zu gar niemanden und schießen alle über den Haufen. Oder schießen wir einfach gar niemand über den Haufen. Wir können theoretisch... Oh, ein Pfeil, hallo. Wir können theoretisch auch versuchen, einfach komplett leise hier durchzukommen, aber... Ich habe so meine Bedenken, ob das funktioniert. Da sind halt viele schießwütige Chaoten unterwegs. Der da zum Beispiel. Oh, du wärst halt so schön gestanden. Das ist wunderbar. Ah, du kommst gleich wieder her. Das ist lieb von dir. Ciao. Na gut, zu WLF halten wir also nicht. Oh, verdammte Scheiße! Du guckst jetzt einfach woanders hin, während ich hier lang kraxel. Wäre mein Vorschlag. Das sieht doch vielversprechend aus. Da hinten ist das Feuer. Hier haben wir hohes Gras. Im Liegen sieht uns quasi keiner. Ein Schuss Schalldämpfer haben wir noch, aber wir haben ja noch Materialien dafür, also theoretisch mindestens 6 Schuss. Hm. Da an dem Truck links, seht ihr das? Da wäre auch noch ein Pfeil. Kommen wir da unbemerkt hin. Ihr schießt halt auch gar nicht mal so gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich probiere es jetzt einfach da ungesehen hinzukommen. Oh, Lilly, wow. Die haben uns also direkt gesehen. Das ist uncool. Zappel doch nicht so. Tut mir so schon schwer genug, dich zu treffen, Mensch. Also, weg mit dir. Da ist der nächste Lump, der was von uns will. Ja, Lev regelt, alles klar. Brav. Okay. Es ist ruhiger geworden um uns rum. Da haben wir noch jemanden, der Streit sucht. Weg mit dir. Falsche Taste. Die zwei da hinten könnten mir prinzipiell egal sein, oder? Ja, wir testen das jetzt einfach und krabbeln hier weiter. Du wirst schon nicht so genau gucken, oder? Verflucht nochmal! Ja, genau. Lass dich einfach wegschießen. Dann spare ich mir die Munition. Was hier ist ja wirklich
die Hölle los mit euch. Mach die nieder! Da haben wir leider auch keine Pfeile mehr. Wir können mal versuchen, da durchzukommen irgendwie. Das schaut so ein kleines bisschen vielversprechender aus als der ganze Rest von diesem riesen Gebiet. Oh, hallo. Dann machen wir dich erstmal weg. Du guck woanders hin, los. Ja, genau, hier um die Ecke. Oh, da sind nochmal zwei Kollegen. Oh, ich kann's übersehen. Nein, den Fall. Und nein, nicht die Brandmunition. Aber wechseln ist mir jetzt auch ein bisschen zu knapp. Wo ist denn der zweite Lump hin? Da war doch nochmal einer. Wir haben jetzt aber auch wehgetan. Was soll denn der Mist? Ja, Alan, außenrum. Los. Hinter mir ist, glaube ich, auch nochmal jemand, oder? Oh, oh, ja, tatsächlich. Nice. Lev doch irgendwie eine Schalldämpferwaffe oder so? Das war halt wieder kein Pfeil, oder? Oder hilft uns hier irgendwer heimlich? Das ist natürlich witzig. Wer und wo sieht mich denn da schon wieder jemand? Abby, ich habe eine Idee. Okay. Gewehrmunition, die nehmen wir immer gern. Hier ist eh noch eine Menge Krempel in dem Raum. Egal, der Rest wird liegen gelassen. Oh, Pferdchen, hallo. Oh. Wenn nichts für ungut. Ich nehme den Pony und du bleibst hier. Okay, dann also mit Schwung. Den durchs Getümmel. Ja, L2 zum Zielen, weil ich das beim Reiten jetzt so gut können werde. Genau. Ich glaube, wir reiten einfach und schauen, dass wir allen aus dem Weg gehen. Jeder weg, Mensch. Ich bin doch kein Taxi. Ja, Olaf, so ist richtig. Oh. Puh, Leute. Ihr eskaliert ganz schön. Aber lasst euch von mir nicht stören. Ballert weiter aufeinander. Lasst mich in Ruhe. Ist mir eh das Liebste, wenn ich ehrlich bin. Nennen wir es mal Weg. Wir reiten mal hier lang. Oh, hallo. Ja, ja, ja. Weg mit dir. Ah. Weg mit dir. Habe ich den getroffen? Oder ist er einfach nur spaßhalber umgefallen? Lauf, lauf, lauf. Das ist mir viel zu bunt. Hey du, geh weg. Ach, Herr Jemine. Ja, wir schaffen das jetzt schon von hier aus. Jetzt haben wir gut Strecke gemacht. Den Rest schaffen wir zu Fuß. Na schau, sind wir ja schon. Komm ja schon. Komm. Überall Lumpen. Ballert euch einfach gegenseitig ab, lasst mich nicht fliegen. Wenn wir den da drüben im Haus wegmachen, dann könnten wir durch das Haus mit nah ein bisschen Deckung. Was haltet ihr davon? Ja, oder ihr macht euch. Ja, genau, so ist gut. Super. Räumt euch gegenseitig aus. Dann wird gleich viel weniger Stress hier.
immer noch zwei Leute. Die Granate hat ja nicht so viel gebracht. Ja, wenn ihr schon so beieinander steht, hier viel Freude. Genau, so ist schön. Hat die Rohrbombe doch mal was gebracht. Jetzt ist er leer, oder? Dann können wir prinzipiell darüber huschen. Wunderschön. Habt ihr Kram dabei gehabt? Nein, kein Kram. Okay, wo wollen wir jetzt hin? Darüber wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Da im Häuschen steht noch so ein Lump. Kriegst du das mit, wenn ich auf dich schieße? Also, bevor ich auf dich schieße. Wow, so gute Augen. Okay. Du gehörst der Katz. Oh, da ist noch Gewehr oder Schrot? Gewehr, meh. Gut. Oh, ganz ohne Deckung ist doof hier. Wäre ich auch dafür. Alle miteinander. Mach sie fertig! Nein! Nein! Ich komme hier halt auch echt schlecht wieder raus, solange die hier rumdümpeln. Ist ein bisschen ärgerlich. Also die müssen quasi weg, aber die da hinten, die zielt zwar irgendwo hin ins Leere, aber die weiß genau, dass ich da bin, stimmt's? Ja, richtig. Jolef, guter Einfall, aber nimm doch den, der vor uns ohne Deckung kniet. Löscht sie aus! Die hat mich natürlich wieder sofort wieder gesehen. Und der Scarpenner trifft trotzdem nichts. Was ist los mit euch, Freunde? Na also, der ist schon mal passé. Kriege ich dich schneller weg als du mich, oder versage ich dir wieder auf der ganzen Linie? Ich versage auf der ganzen Linie. Ei, ich hab das so nicht drauf. Schießen kann ich wirklich nicht gut. Meine Güte. Guckt bitte woanders hin, das kann man sich ja nicht anschauen. Jetzt komm nochmal hoch. So ist brav. Na also. War doch gar nicht so schwer. Was scheint denn da schon wieder? Aua, aua. Wieso wirfst du denn mit Molotovs nach mir? Keiner mag dich, wenn du so bist. So, schaut das Leben gleich wieder besser aus. Hui. Dich habe ich nicht kommen sehen. Brennt das schon wieder? Ja, dann machen wir dich mal weg, würde ich sagen, oder? Wenn du so frech auf uns schießt. Oh, sehr schön, das hat funktioniert.
Drei Schuss, einer im Kopf. Meine Güte. Ihr seid zähes Volk. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir alle, die uns hier sehen konnten, aus dem Weg geräumt. Können wir theoretisch mal ein bisschen plündern. Die Jagdpistole ist halt echt so stark. Aber da muss wirklich jeder Schuss sitzen. Oh, hallo. Da ist ja nochmal einer. Ich habe mich gar nicht gesehen, da hinter der Wand. So, mein Freund, was machen wir mit dir? Oh! Manchmal klappt das mit dem Schießen doch. Also war ich jetzt schon ein bisschen stolz auf mich. Das waren jetzt quasi drei Kopfschüsse und gut, zwei Schüsse daneben, die zählen nicht. Das waren Warnschüsse. Aber der Rest hat gesessen. Zappalot! Gut, hier gibt es sonst nichts mehr. Dann wollen wir mal weiter. Ich komm nicht durch. Hier rauf. Dann da lang. Hau ruck. Rein in die brennende Scheune. Das ist immer eine super Idee. So, wo wollen wir lang? Über die Bretter, stimmt's? Ah, okay, nicht über die Bretter. Aber in dem Fall dann über die Bretter. So. Oh, überall bricht das Zeug zusammen. Die Tilzen werden nicht halten. Dann rennen. Rennen und jammern nicht. Schaffen wir es darüber? Oder wollen wir da runter? Wir wollen da runter, glaube ich, oder? Hau ruck. Na also. Und jetzt da runter. Ha. Gibt es hier noch Krimskrams? Wahrscheinlich nicht, oder? Gehen wir mal raus. Großmuskel Abby. Recht. Eieiei. Pech muss man haben. Oh, da würde ich ja nicht hinfassen, wenn ich du wäre. Eieiei. Oh. So ein Hammerknirsch ich wieder. Nee, du lässt jetzt aber nicht deinen Rucksack da liegen, oder? Los, du Pappnase, zieh. Los. Eieiei. Okay, das war's dann mit unserer Ausrüstung. Habe ich verstanden. Oh, das sah gar nicht mal so unschmerzhaft aus. Ach, wieder so einer. Okay. Dodgen, dodgen, zurückschlagen. Also. Jetzt fängst du auch an hier mit drei Schlägen, alles klar. Es muss einem ja nur gesagt werden, dann kann man sich darauf einstellen. Das ist gut. Aua, aua. Das ist ja ekelhaft. Hab doch den Anstand und geh einfach kaputt. Dann müssen wir uns nicht mehr schlagen hier. Ich dachte, du fängst jetzt an mit vier Schlägen. Na gut. Aha, aber nach der Greifattacke kann ich jetzt nicht mehr zurückschlagen. Au, oh, das war zu spät. Du Lumber, laufst mir jetzt nur noch einen Gegenschlag statt zwei. Aha. Ach nö, doch nicht. War nur zu langsam vor. Na gut. War's das jetzt bitte? Meine Güte. Oh, schaust du ekelhaft aus. Uah, Scarface, wirklich. Bist du widerlich. Lev? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Ein bisschen Hilfe wäre nice. Lebst du immer noch, du Lump? Das gibt's ja nicht. Wow, du schaust einfach nur ekelhaft aus. Rein damit. Hey. Ah, pass ihm doch nicht in den Mund. Oh, Freunde, da stellt's einen ja auf. Ist ja widerlich. Meine Güte.
Ja, das hättest du einfacher haben können, irgendwie. Einfach ein bisschen öfter in den Rucksack ziehen. Und schon hättest du den einwandfrei einfach den gezielten Schuss, den wahrscheinlich nicht dich abgegeben hätte, über die Wupper schicken können. Aber nein. Wir haben gar nichts mehr jetzt von dem, was du gesammelt hast. Das, was ich gesammelt habe. Ein undankbares Stück. Na gut, aber das heißt auf jeden Fall, dass wir uns jetzt dem Ende des Abby-Parts nähern. Und ich denke, dass wir jetzt vermutlich mit genau nichts beim Theater irgendwie ankommen werden. Beziehungsweise jetzt erstmal beim Aquarium. Und wir wissen ja, was beim Aquarium so abgeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die Abby irgendwie auf unsere Spur geführt wird. Oh, stimmt. Wir haben da ja die, also Ellie hat ja in ihrer Paralyse, nachdem sie ja die Mel umgebracht hat, hat sie ja die Karte liegen lassen. Wahrscheinlich finden wir jetzt dann die Karte und auf der sehen wir dann, wo das Theater ist. Und dadurch wissen wir, wo wir suchen müssen. Könnte ich mir mal zumindest vorstellen. Auch nicht so traurig. Im Gegensatz zu dem Kollegen gerade eben sind deine Narben gar nicht so schlimm. Hier. Das ist halt so ein Muskelberg, das gibt's nicht. Yo, Aquarium. Ohne Krimskrams. Dann schauen wir mal. Ja. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht mehr übers Dach rein. Wir haben hier den Schlüssel gemopst. Jawohl. Wo kommen wir da jetzt rein? Feste. Oh nö, nicht hier. Einzige Hund in dem ganzen Spiel, den ich umbringen musste, ist gerade noch der liebste Hund gewesen. Weißt du das? Das ist wirklich lästig. Bleib hinter mir. Ja, gut, aber ich glaube, das Absuchen können wir uns jetzt hier doch sparen. Ich denke, wir wissen, wo es hingehen soll. Vorsichtig. Yeah.
Abby. Jo, und schon sind wir beim Theater. Aber ich glaube, den Weg da rein suchen wir uns heute nicht mehr. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Erstmal müssen wir da reinkommen. Und über den Haupteingang wird es wohl nicht funktionieren. Den Teil können wir gerade noch abchecken. Alles okay, Lev? Aber ich denke, ich werde an der Stelle eher wieder ein kleines Päuschen machen. Wir machen dann morgen hier wieder weiter und schauen, dass wir einen Weg ins Theater finden, um da dann endlich mit unserer Hauptstory wieder aufzuholen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr noch mehr Gameplay-Videos sehen möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen, habt noch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.